bestimmt scary von dieser nahen Ansicht hier. Alles nur Bart. Ja, ich mach mal so ein Live, weiß nicht, Video-Vlog, Reihe da draus mit dem Kochkost-Experiment. Was ich beim letzten Mal vergessen habe zu erwähnen, dass ich wirklich Entzugsentscheidungen hatte. Nach dem zweiten Tag, ich hatte mich dann einfach stattdessen satt gegessen an Bananen, dass ich so einen Smoothie aus 12 Bananen gemacht habe. Richtig satt gegessen. Ich hatte auch da schon keinen Hunger eigentlich. Danach hatte ich dann natürlich immer noch keinen Hunger. Also ich habe mich eigentlich genauso gefühlt wie vorher, nur dass der Magen halt zugestopft ist. Aber trotzdem hatte ich noch das Bedürfnis, gekochte Sachen zu essen. Deswegen ist das, und das kenne ich von vielen, also für mich ist das einfach, ist das eine Droge halt. Und ich persönlich mag es halt nicht, sage ich mal, diesen Süchten sozusagen unterlegen zu sein und oder halt ständig davon getrieben zu sein. Das ist einfach nicht so mein Ding, muss ich sagen. Ich habe mir dann heute einfach gedünstetes Gemüse gemacht, da hatte ich ziemlich Lust drauf. Es war auch ziemlich lecker. Habe ich einfach halt in eine Pfanne in Wasser dünsten lassen, ohne irgendwas. Ich habe wohl ein bisschen Pfeffer dran gemacht, musste davon aber husten und werde das dann auch weglassen. Und es hat mir schon extrem genial geschmeckt. Einfach nur halt verschiedene Gemüsesorten rein, fertig. Ich hatte mir dann aber halt nochmal wieder Kartoffeln gebacken. Habe ich aber eigentlich gar kein Bedürfnis nachgehabt erst, weil das Gemüse so gut geschmeckt hatte. Es war so eine ganze, ja, so eine mittlere Pfanne, halb voll. Ich habe mich da eigentlich schon ganz gut satt gefühlt, aber habe mir gedacht, ja, gönnst du dir halt mehr. Hatte dann aber nicht mehr Gemüse und dann habe ich halt dennoch die Kartoffeln gegessen. War dann auch ganz gut. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich mich da schon überesse. Weil eigentlich bin ich schon nach wenig satt. Esse dann aber einfach so mal weiter und denke, ja, irgendwie geht noch mehr rein, geht noch mehr rein, geht noch mehr rein. Und dann hat man irgendwann die dreifache Menge gegessen, als man schon satt war und fühlt aber jetzt immer noch so keine Grenze und denke, ja, geht ja noch mehr rein, dann esse ich halt noch mal was, esse ich halt noch mal was. Und das habe ich bei Rohkost nicht. Und das gefällt mir halt auch nicht so sehr, weil dann habe ich so das Gefühl wieder, dass ich mich da einschränken müsste. Weil ich halt schon merke, dass es mir auf Dauer dann nicht gut geht und dass ich ja auch Wasseranlagerungen davon kriege, weil gekochte Nahrung inflammatös ist, also was heißt das auf Deutsch? Entzündlich, entzündungsfördernd wirkt. Jegliche gekochte Nahrung. Und da habe ich auch im Spiegel direkt gesehen, wie halt deutliche, starke Wassereinlagerung ich davon habe. Obwohl ich das Salz jetzt schon weggelassen hatte, die letzten 2 Tage. Ist halt auch nicht so optimal, sage ich mal. Also finde ich jetzt nicht optimal. Und ja, dann habe ich, weiß nicht, von gekochter Nahrung kann ich irgendwie bestimmt 4 Kilo auf einmal essen. Und weil man halt irgendwie nicht diese Sperre oder dieses richtige, ich krieg da kein wirkliches Sättigungsgefühl. Beziehungsweise es kommt halt schon ziemlich früh, aber ist halt nicht so, weiß nicht so befriedigend wie bei Rohkost irgendwie. Und man denkt irgendwie, man kann die ganze Zeit weiter essen. Und bei Rohkost, da habe ich halt irgendwann aus natürlichen, weiß nicht, irgendwie gar keine Lust mehr darauf, jetzt irgendwie noch mehr zu essen. Bei gedünstetem Gemüse ist das, finde ich, jetzt nicht so schlimm. Aber wenn man dann halt stärkhaltige, schleimbildende Produkte hat, weiß nicht, ob das optimal ist. Habe ich aber Bock auf jeden Fall weiter zu beobachten und nochmal, wie das dann morgen zumindest ist. Also mit den Wassereinlagerungen, ob die jetzt nicht doch irgendwie noch vom Salz waren oder so. Aber ich schätze mal nicht. Aber ich habe auch wirklich Lust, das auszuprobieren und auch Erkenntnisse daraus zu gewinnen. Und auch vielleicht, wenn ich in Zukunft andere Leute irgendwie coache, dann diese Erkenntnisse da einfließen zu lassen. Das ist auch schon so ein Grund, warum ich da Lust habe, das selber an mir auch auszuprobieren. Ja.
Und dann war ich heute einkaufen. Was habe ich eingekauft? Wo ist die Liste? Ansonsten hatte ich heute ein paar Orangen entsaftet und das war's dann, was ich heute gegessen habe. Aber die Orangen haben mir wieder mal nicht geschmeckt. Aber zumindest war es was Rohkost und zumindest habe ich auch ja Gemüse drin gehabt. Ja, Bananen wollte ich holen. Das ist eigentlich so Nummer 1 Rohkost momentan wieder. Also als Smoothie ohne Wasser. Einfach so gemixt, schmeckt die mir eigentlich ganz gut und sättigen auch ziemlich. Stoppen die Rückvergiftung oder die Entgiftung ganz gut. Hatten die bei Edeka aber nicht mehr viel, da habe ich jetzt nur ein Kilo gekriegt. Eine Avocado hatten die nicht mehr. Wollte ich mir eine mal holen. Einmal getrocknete Feigen habe ich geholt. Ein Kilo Fleischtomaten. Einmal salzfreies Tomatenmark. Tomatenmark ist meistens übrigens das gleiche wie passierte Tomaten, halt nur das Wasser ist weggelassen. Und wer halt viel davon konsumiert und auch viel halt Tomatensoßen damit arbeitet, da würde ich eher Tomatenmark empfehlen und einfach Wasser hinzugeben. Dann spart man sich auch viel Platz und Gefäße und Umweltbelastung, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es mit dem Herstellungsprozess ist. Dann wollte ich eigentlich einmal Erdnussbutter holen, also Erdnussmus eigentlich. Den Zucker wollte ich jetzt nicht unbedingt drin haben, das Salz auch nicht. Hatten die aber nicht. Dann habe ich mir einfach so eine Dose Erdnüsse geholt, weil da kann man das Salz ganz gut abwaschen. Dann kann ich mir da selber Mus draus machen, einfach nur, weil es halt günstig ist. Mandelmus wäre deutlich besser. Und ich will das auch nutzen, um das mit Wasser zu verdünnen und dann halt zu so einer Soße vielleicht zu gedünstetem Gemüse zu geben. Brauchte ich jetzt bei dem gedünsteten Gemüse nicht, weil es hat schon sehr gut geschmeckt. Besonders auch mit dem Sellerie und den Tomaten hat das ziemlich salzig halt geschmeckt. Durch den Sellerie, die Tomaten. Und auch die Zwiebeln da drin, die Champignons. Also es hat mega gut geschmeckt, allein so schon. Aber halt mal zum Ausprobieren. Stelle ich mir mal aus günstigen Erdnüssen Erdnussbutter her. Einfach zur Soßenbeigabe. Dann hatte ich überlegt, ob ich mir Kokosmilch auch hole oder Sojamilch zumindest, weil es günstig ist. Habe mir aber gedacht, nee, brauche ich nicht. Habe ich mir einfach eine. Beziehungsweise ich habe hier noch eine Packung Haferflocken und die kann ich einfach mit Wasser mixen. Und dann habe ich da einfach eine, wenn ich das durch ein Sieb gebe, habe ich dann einfach eine Hafermilch, die kann ich dann einfach nutzen, wenn ich das denn möchte. Ist halt noch günstiger und eigentlich auch besser als Soja und nicht so fettig wie Kokos. Ist eigentlich ziemlich cool, wie günstig man eigentlich wegkommt mit so einer veganen High Carb Whole Foods Ernährung. Also Erdnüsse ziemlich günstig, Bananen ziemlich günstig. Ja, Haferflocken ziemlich günstig, kann man halt auch so essen. Und man kann auch Bratlinge draus machen, so wirklich so wie Frikadellen, so aus Haferflocken einfach. Dann habe ich mir 800 Gramm Pilze geholt. Einen richtig großen Weißkohl, war aber ziemlich teuer, das hatte ich nicht erahnt. 2 Kilo Bio-Karotten, die kosten nur so ungefähr 1 Euro pro Kilo, das ist auch ziemlich gut. Wollte ich auch mal mit Kartoffeln stampfen vielleicht. Damit ich zumindest halt nicht ganz so viel Stärke drin habe, dass ich das mit 50% stärkefreien Wurzelgemüse halt vermische. Und Möhren untereinander haben ja schon immer gut geschmeckt. Und da könnte man dann zum Beispiel auch so Hafermilch beigeben. Anstelle von Wasser. Wenn man das zu so einem Brei machen will. Eine Aubergine, ein Brokkoli, ein Blumenkohl. Aus dem Blumenkohl kann man auch einen Pizzateig machen. Man kann es halt als Reis verwenden. Das wollte ich mal machen. Auch gedünstet geht das halt. Ja. Die haben sowas wie Mango-Sorbet, aber da war dann Zucker drin und noch irgendein Quatsch und 4 Euro zu teuer. Ich habe mir einen Fruchtsaft geholt. Da wollte ich noch gucken, wie das mit den Entzündungsprozessen ist, die durch den Pasteurisierungsprozess im Körper vorgerufen werden. Dann habe ich 4 Kilo Frühkartoffeln.
Frühkartoffeln enthalten weniger Stärke als normale Kartoffeln. Einen großen Lauch, Zwiebeln, Paprika war zu teuer. Eine Ananaskonserve ohne zugesetzten Zucker. Blaubeeren, die fand ich jetzt aber nicht so besonders, tue ich aber einfach in Smoothie mit rein. Einmal rote Linsen, das sind geschälte Linsen. Da sind dann etliche Antinährstoffe weg. Und das war's. Ich wollte mir eigentlich noch ein weißes, also ein salzarmes Brot aus Auszugsmehl holen. Da sind dann auch etliche negative Stoffe von Getreide nicht mehr enthalten. Und wenn das dann getoastet ist, wird da die Stärke auch wieder dextriniert. Ich finde es einfach ziemlich interessant, schon einfach diese ganzen Techniken. Deswegen macht mir halt auch schon so einen Spaß, weil ich einfach dieses Experimentieren liebe. Ja. Aber da wollte ich mir dann selber ein Brot machen, indem ich halt Hafer habe ich noch hier, indem ich den Hafer keimen lasse, den weiche ich gerade ein, für 2 Tage keimen lassen. Das Ganze dann zusammen mit 50% Möhre. War unter 45 Grad halt dörren lassen. Und ja, durch das Keimen wird schon etliches an Stärke dextriniert und die ganzen Antinährstoffe vom Getreide werden umgebaut zum größten Teil, zumindest zu 50%. Und das war's eigentlich, also kein so richtiger Junkfood dabei. Wie gesagt, die Erdnussbutter habe ich mir nicht geholt. Eigentlich sonst nur der Tofu, der so ein verarbeitetes Produkt ist. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon erwähnt hatte. Den wollte ich auch nochmal ausprobieren. Ist zwar eine Hülsenfrucht und hat auch sehr viele negative Eigenschaften, aber ist zumindest schleimarm, vermute ich zumindest. Also, dass er nicht besonders schleimbildend ist. Weil er jetzt keine Stärke hat und auch nicht wirklich fettig ist. Ich glaube, 6 Gramm Fett auf 100 Gramm. Und das ist dann schon. 100 Gramm ist, glaube ich, schon ein halber Block Tofu. Ja. Kann ich noch was dazu sagen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Bananen und die Möhren werde ich auch mal entsaften, damit ich da wieder eine gute Rohkost habe. Aber diese gekochte Nahrung, das mache ich einfach wirklich nur aus Spaß momentan. Im Prinzip gefällt mir das nicht. Außer die Kartoffeln, die sind ganz okay. Aber als ich das Gemüse gedünstet hatte und währenddessen schon so eine rohe Tomate gegessen hatte und rohe Champignons, habe ich mir gedacht, scheiße, schmeckt das geil. Warum willst du die jetzt kaputt machen? Warum willst du die dünsten? Das schmeckt ja so viel besser. Deswegen würde ich mir jetzt, werde ich auch erstmal einen rohen Salat noch machen. Und wenn ich die jetzt gekauften Lebensmittel durch habe, dann, ich denke mal, kann auch sein, dass ich die Kartoffeln gar nicht nutze oder halt nur noch weniger davon. Also das nächste Mal mache ich mir, glaube ich, esse gar keine Kartoffeln. Und nur eine deutlich größere Pfanne mit Gemüse und dann auch mal dunkelgrünes Gemüse wie Brokkoli. Das kann halt wirklich sein, wie ich vorhin beschrieben habe, dass da so kein richtiges Sättigungsgefühl eintritt bei der gekochten Nahrung, weil der Körper halt nach den Mineralstoffen sucht und deswegen immer weiter und weiter halt irgendwas konsumieren möchte und wenn er halt nur das eine vor sich hat, konsumiert er immer das weiter. Und die Sperre, dass sie halt wirklich durch dunkelgrünes Blattgemüse jetzt kommen wird, besonders durch einige Kochkost, die Mineralstoffe aus dem Körper ausschwemmt, kann ich mir schon vorstellen, dass er jetzt nach neuen Mineralstoffen sucht. Und deswegen werde ich mir erstmal eine große Pfanne Gemüse machen und dann gucken, wie sich das verhält. Und auch wie es mit der Energie danach ist, ob die besser ist als beim heutigen Tag oder nicht. Ich schätze mal schon. Ja, und wenn ich das alles durch habe, dann werde ich daraus mitnehmen, dass ich mir einfach rohe Salate mache, weil je Sachen mir roh irgendwie, was heißt irgendwie, natürlicherweise deutlich besser schmecken. Und ja, wegen der Kackfruchtqualität, weil das meiste hier auch nicht schmeckt, werde ich wahrscheinlich auf Salate setzen und zur Not dann halt auch ab und zu mal auf Nüsse setzen
Oder auf Ölsaaten halt Sonnenblumenkerne, Leinsamen sind günstig, daraus kann man auch gut so einen Pizzateig machen, den dann einfach mit Gemüse belegen, mit einer Tomatensoße vielleicht oder eine Pilzsoße. Und dann so ein bisschen Mandelcreme, sowas Kehliges sozusagen. Das werde ich dann, glaube ich, wahrscheinlich lieber essen als so manche Kackfrüchte. Und ist auch relativ günstig. Dass ich danach dann einfach so eine Rohkost mache, halt auch, dass ich halt ja nicht so eine krasse Gourmet-Rohkost mache, aber ab und an, wenn man halt Bock drauf hat und wenn halt nicht genug Quali an Früchten da ist, dass man halt, das ist halt so mein Ziel jetzt, dass man ab und zu dann solche verarbeiteten Sachen macht. Oder halt auch wie diese Gurkennudeln. Also Zucchini-Nudeln haben mir jetzt nicht geschmeckt, gedünstet schon besser, aber roh nicht so. War nicht so mein Fall. Kuchennudeln aber schon. Und dann werde ich halt wieder, ja, helle Salate integrieren. Also jetzt erstmal, weil der Körper Mineralstoffe sucht, erstmal auch wieder dunkle Sachen, dunkle Blattgemüse, aber danach dann so auf helle Salate noch gehen. Einfach, weil hier nicht genug Qualität ist. Und eventuell auch manchmal Nüsse halt integrieren. Und ich werde dann auch wieder auf Bananen setzen, stark wahrscheinlich sogar. Oder ich weiß nicht. Nur wenn, also nur wenn man irgendwie, also wenn ich danach wirklich an dem Punkt wieder bin, dass ich nur aus Spaß esse, dann nicht, weil die mir nicht wirklich so schmecken. Aber wenn man das Gefühl hat, sich erden zu müssen oder halt sich wieder physischer zu fühlen oder durch Umweltstresse, dann werde ich mir halt Bananensmoothies auch wieder machen. Oder kann auch sein, dass ich natürlich dann auch einfach Bock drauf kriege, kann natürlich auch sein. Also das zweite Zwischenfazit ist zur Kochnahrung, dass mir das nicht so wirklich gefällt, zumindest nicht auf Dauer. Man kann es halt mal einmal machen. Also ich jetzt persönlich, wenn ich halt jetzt einmal, weiß nicht, einmal alle 2 Wochen höchstens machen, kann ich mir das vorstellen, dass ich das halt noch abkochen kann, aber habe ich eigentlich auch keine Lust drauf. Einmal in, keine Ahnung, wenn eine soziale Situation auftaucht und man mal Bock hat, also am liebsten eigentlich nur 2-mal im Jahr oder so. Aber ich werde mich jetzt auf nichts festlegen. Aber so das, was mein Gefühl so sagt, meine Intuition dazu sagt, mir gefällt das nicht so ganz, außer gedünstetes Gemüse und stärkefreies Gemüse allgemein. Wenn das mit den Rohkostrezepten nicht klappt, ich werde wahrscheinlich dann auch Sachen dörren. Und dieses Rohkostbrot werde ich wahrscheinlich auch machen, auch wenn es ein bisschen Stärke enthält. Also Rohkostbrot, andere verarbeitete Rohkost, Salate, Nüsse und eventuell gedünstetes Gemüse oder sogar gebackene Trockenfrüchte oder normale gebackene Früchte. Das ist so das, was ich mir als Backup plan oder wenn man halt einfach Bock drauf hat und soweit, was ich mir halt vorstellen kann, in dieser Umgebung zu konsumieren, neben Früchten. Obwohl ich trotzdem noch mehr daran arbeiten muss, an der finanziellen Geschichte, dass ich mir halt mehr von ja ganz guten Früchten leisten kann. Aber im Prinzip schmecken mir die meisten Früchte nicht mehr. Auch die, die mir vorher eigentlich geschmeckt haben. Weiß auch nicht warum. Aber nichts essen geht momentan nicht. Ja. Okay, werde ich das Video nicht zu lange machen diesmal.